Hallo, willkommen zu meinem zweiten Video. Ich komme gerade vom Laufen. Es ist nichts geworden mit Arbeiten dieses Wochenende, weil der Hund krank ist. Er hat sich irgendwie an der Pfote verletzt und das hat geeitert und da hat er sich das Wund geleckt. Ja, und dann haben wir gesagt, besser ist das, wenn einer von uns zu Hause bleibt. Das war ich dann. Oder bin ich dann, ja. Jetzt ist es wieder nichts mit Arbeiten, aber es wird schon noch. Ich war ja dieses Jahr schon ein. Naja, das wird schon noch werden. Jetzt habe ich wenigstens Zeit für Sport. Wie gesagt, ich komme jetzt gerade vom Laufen. Ja, bin ich übers Wochenende alleine zu Hause, also mit meiner Schwiegermutter, mit meinem Hund, mit unseren Tieren. Und mal gucken, was da alles noch so passiert. Was bei uns passiert ja irgendwie jeden Tag immer was Neues. Ich hatte ja letzte Woche, ja, heute ist Donnerstag, vor einer Woche Geburtstag. Und da habe ich von meinem Mann ein MacBook bekommen. Das ist bis heute nicht angekommen. Es sollte heute ankommen. Kommt erst morgen an. Naja. Der eine Tag wird es wohl auch machen. Da kann ich dann hoffentlich besser Videos schneiden für euch. Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Und mal sehen, vielleicht bauen wir das. Mal sehen, was alles so passiert. Vielleicht baue ich das hier ein und mal gucken. Wir werden sehen. Tag von mir. Ja, ich habe heute mein Laptop angekommen und jetzt habe ich mich heute den halben Tag mit dem Laptop beschäftigt, wie ich das alles so mache und überhaupt, wie das damit weitergeht. Ja, da freue ich mich drauf. Mal gucken, ob ich das mit dem Schneiden dieses Video schon hinkriege, mit dem neuen Programm und dem Laptop oder ob ich da das alte Programm nochmal nehme, aber wahrscheinlich das. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also das freut mich sehr, der Laptop. Jetzt werde ich erstmal eine Runde Yoga machen und dann habe ich, ich möchte immer Spagat lernen. ja, und da habe ich mir jetzt so eine App runtergeladen und heute ist, also wie man Spagat lernt innerhalb von einem Monat. Heute ist Tag 2, also nicht wirklich was. Mal sehen, ob das was wird, ob es klappt oder nicht. Ich werde dann berichten. So, beim letzten Mal hatte ich euch unser Hochbeet gezeigt und das hier ist mein Beet auf dem Balkon. Das hier war Basilikum oder ist noch Basilikum. Da hatte ich irgendwie ganz viel abgeschnitten für Pesto. Hatte ich gemacht. Das war richtig lecker. Das ist eigentlich Salat, aber irgendwie da hinten auch. Aber der kommt irgendwie nicht so. Dann haben wir hier Schnittlauch, Petersilie, die tut es richtig gut. Und da auch nochmal Salat und da auch Salat, aber irgendwie wollen die nicht so. Dann haben wir hier noch Chilis, kleine mit der Kamerschamblüten. Mal gucken. Die was werden. Ich vergesse die immer zu gießen. Und hier sind Tomaten. Und das Problem ist halt, die werden nicht nass, wenn der Regen kommt. Deshalb stehen die hier auch so stumpf im Weg, dass sie vielleicht ein bisschen Regen abbekommen. Ja, das war mein Balkongarten. Ja, da bin ich wieder. Also ich glaube, viel produktiver wird das hier heute bei mir nicht. Ich gammel jetzt auf der Couch rum und mal gucken, was heute noch so passiert. Eigentlich wollte ich mit Wuschel heute mal eine größere Runde Gassi gehen, aber das hat sich irgendwie. Sieht doch noch nicht so ganz so gut aus. Der Arme, ja, mal sehen. Dann wollen wir das mal ruhig halten und hoffen, dass es dann morgen wieder besser wird. Ja, mehr wüsste ich jetzt auch nicht zu erzählen. Es ist irgendwie auf einmal ganz kalt geworden in Deutschland. Pulli angezogen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass es die nächsten Tage wärmer wird und dass ich das dann mit dem Laptop mal alles hinbekomme, dass wir das mal zugange kriegen. Vielleicht mal gucken, was ich morgen so anstelle. Vielleicht nehme ich dann morgen mal die große Kamera mit, dass wir das mal irgendwie hinkriegen. Wollte ich ja noch das Knoblauchöl machen, aber da habe ich noch ein bisschen was von und das muss erstmal alles. Ich habe ja noch Chiliöl gemacht und alle möglichen Ölsorten. Und das muss erstmal so ein bisschen aufgebraucht werden. Vorher hat das auch keinen Sinn, dass ich dann da irgendwie was mache. Nur fürs Video, damit ich es gemacht habe. Also wenn ich wieder Neues mache, dann nehme ich euch da mit. Aber dann, das kann noch ein paar Wochen dauern.
Ja, ansonsten würde ich sagen, dass es das erstmal war für das Video und dann sehen wir uns morgen wieder. Hoffentlich. Ciao.